Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Stone Shard. Wir sind wieder an unserem Lieblingsboy. Und... Nein, ich habe keine Ahnung, wie ich den besiegen soll. Aber es muss ja irgendwie gehen. Ich habe auch gerade Reddit ein bisschen... Nee, nicht Reddit, das andere Ding. Steam. Ah, guck mal. Da sind wir wieder. Ah, cool. Das fängt ja hervorragend an. Schlupf. Die Steam-Community ein bisschen durchforstet. Ja, man kann ihn besiegen. Es gibt sogar Leute, die killen den Melee. Muss wohl einfach sein, angeblich. Bezweifle ich irgendwie, aber von mir aus. Wenn die Leute das sagen, wird es wohl stimmen. Alles verloren. Und gestunt. Cool. Und nochmal gestunt. So, brennt. Ich will dahin laufen. Jetzt möchte ich dahin laufen. Gut. Er brennt noch 3 Runden. Cool. Dann reduziere ich mal deine Feuerresistenz noch ein bisschen mehr. Das ist ja uncool. Oh boy. Dahin. Und. Was wird er jetzt machen? Er wird jetzt schlagen wahrscheinlich. Nein, er regeneriert. Blablabla. Vielleicht schaffe ich es, ihn anzuzünden. Nein. Gut. Dann warte ich hier. Eine Runde betäubt, damit kann ich hier leben. Ich gehe zur Seite. Und jetzt zünde ich ihn an. Jede Runde zünde ich ihn an. Gleich geht's los. So, jetzt müsste er theoretisch auf mich zulaufen. Dann reduziere ich mal deine Feuerresistenz. Das ist guten Schaden. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie lange er noch ist. Ich mache aber auch so dumme Fehler, ne? So, bitte komm zu mir. Du und dein Scheißstein, du Arschloch, du Ladies, du Sauhund. So, bitte brennen Sie. Danke. Bitte lodern Sie. 80 Ticks. 80 Ticks. Jetzt sind wir Ach ne, wir sind nur verwirrt. Okay, das ist gut, ich kann theoretisch dodgen. Er brennt noch. Weiter. Brennt. Er regeneriert. Er brennt aber noch. Dass ich keine nochmal auflodern lassen. Und kann ihn nochmal lodern lassen. Und jetzt kann ich warten. So, theoretisch müsste er brennen. Er brennt aber nicht. Cool. Jetzt haut er mir wahrscheinlich auf die Schnauze. Genau. Wir gehen nochmal einen Schritt weg. Gut, er brennt. Für 3 Runden. Seine Feuerresistenz ist bei minus 60%. Mal sehen. Jetzt müsste sie... Wow, noch niedriger sein. Wie lange brennst du? 2 Runden. Scheiße. Das kann ich nicht anzünden. Aber er brennt trotzdem. Wie lange brennst du jetzt noch? Für eine Runde. Hier brennst du noch länger. Bitteschön. Und jetzt werden wir vom Stein erschlagen. Ist das nicht cool? Wir leben. So, Second Wind. Gesundheit und Energie werden wieder aufgefüllt. Alle negativen Statuseffekte werden vorübergehend entfernt. So, wenn ich das jetzt trinke, wurde mir gesagt, dass ich vollgeheilt werde dadurch. Ist eine Lüge. Cool. Wie lange wirst du jetzt noch brennen? Diese Runde noch. Dann muss ich dich jetzt entzünden. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Oh boy. Das klappt ja nicht so gut. Jetzt haben wir wieder volles Mana. Bitteschön. Wir können hier hingehen. Und jetzt hier hin. Und jetzt hier. Nein, da habe ich nicht hingeklickt. Ach, wegen dem Stock oder was? Ah! Meine Nerven! Wieso schaffe ich den nicht? Menü! Ich muss den schaffen. Ich habe den zu schaffen.
Ich will den schaffen! Klar! Heieieiei! Das ist Lebensentzug und das bringt mir gar nichts. Weil ich glaube, dass Lebensentzug auf Melee geht und das bringt mir nichts. Und mein Feuerring bringt mir leider auch nichts. Weil ich mich mit meinem Feuerring nur selbst fange. Habe ich noch irgendwas anderes, was ich in Pyromantie skillen kann, was mir was hätte bringen können? Reduziert die Abklingzeit, verzaubert dieses Feuchtigkeitsbaum, so verringert die Dauer der aktuellen Energie. Ja, bringt mir nichts. Pyromantie 4 wäre wahrscheinlich super. Aber das haben wir nicht gefunden und ich werde es nicht suchen gehen. Ich werde es nicht suchen gehen. So. Und er wirft es wieder direkt auf mich drauf. Ich schnall das nicht. Ich schnall nicht, wie er diesen Stein wirft. Jetzt laufe ich wieder nach links. Hat bis jetzt besser geklappt. So, Feuer dahin. Er rennt rein. Ich warte eine Runde. So. Jetzt kann ich ihn auflodern lassen. Wieso brennt er jetzt nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Manchmal brennt er danach noch und manchmal brennt er danach nicht. Cool. Feuer. So, wie lange brennst du? 3 Runden. Kann ich dich anzünden? Ja. Und weglaufen. Und weglaufen. Und du brennst noch. Dann warte. Jetzt zünde ich dich an, weil ich glaube, dass du wieder das ganz, ganz schrecklich sein musst. Ja. Ich muss es. So. Weiter deine Feuerresistenz schön. Jetzt ist er da. Er regeneriert. Das ist okay. Ich zieh mein Schwert wieder. Zack. Ich lauf weg. Mache hier Feuer. Brennst du jetzt noch eine Runde? Dann zünde ich dich jetzt damit nochmal. Und reduziere deine Feuerresistenz. Und kriegst Unmengen an Schaden für die nächste paar Runden. Genauso wie ich. Ich gehe da hin. Nur ein Kratzer. Es ist nur ein Kratzer. So. Weiter hochhalten das Feuer. Und weg. Loder. Mit 100 Schaden pro Tick. Er ist nur noch bei 36 HP. Jetzt muss ich ihn aufflammen lassen. Und er schreit. Was macht das? Verwirrung. Kann manchmal. Da. Erstmal hier schauen, dass ich wegkomme. Nämlich da an. Da habe ich nicht hingeklickt. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, dann warte ich jetzt. Yes, er brennt. Das ist gut. Er brennt für sogar ziemlich viel Schaden. Komm zurück! Ja, damit kann ich leben. 5% HP. Ich muss hier raus. Sonst sterbe ich, oder? Noch 2% HP. Vielleicht killt ihn der Tick. Ah, wir haben es geschafft! Woo! Ey! Nicht, dass der nochmal schlägt. Das ist noch nicht mal übersetzt. Troll Pelt und Troll Tusks oder Tusks oder so. Scheiß auf den Speer, weg damit. Nein, weg damit. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Trollpelze besitzen die
eine unglaubliche Haltbarkeit. Einige Leute glauben, dass sie durch die Fälle Leben regenerieren über Zeit. Auch wenn es um einiges langsamer ist, als wenn es an den lebenden Trollen ist. Okay. Cool, cool. Sehr wenige Leute können eine solche Trophäe in der Hand halten. Es wird gemunkelt, dass Trollfänge besonders wertvoll auf dem Schwarzmarkt sind. Wo sie einen Under the Guise of Ivory. Ach so, wo sie einen doppelten Preis von ihrem normalen Wert erzielen. Ähnlich wie Elfenbein. Ich glaube, wir müssen uns verarzten. Ich will speichern. Ich möchte jetzt sofort speichern. Ich würde jetzt gerne sofort speichern, aber ich kann nicht, weil hier gibt es keine Speichermöglichkeit. Wir gucken uns jetzt erstmal das Ding da oben an. Halte dich an deiner Schaufel fest, genau. Dreiecksschild des Magistrats. Überall Leichen. Selbst hier drin. Zerknitterte Notiz, jawohl. Das brauche ich. Die Bestie ist immer noch in der Nähe. Alles bebt bei jedem Schritt so sehr, dass ich fürchte, dass die Überreste des Obergeschosses über unseren Köpfen zusammenbrechen könnten. Der Weg nach oben ist blockiert. Draußen wartet ein Troll und wir haben nur genug Nahrung und Wasser für einen Tag. Wir sind im Untergang geweiht. Oh boy. Die armen Dudes. Die armen Dudes. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube es nicht. Gott. Ich meine, klar, der war sau cool. Ich weiß nicht, wie man den im Nahkampf machen soll. Also vielleicht, wenn du den richtigen Charakter dafür hast oder die richtige Skillung natürlich, aber... Puh. Das war heavy. Durchaus heavy. Jetzt gehen wir erstmal speichern. Das ist jetzt das allererste, was ich machen werde. Und dann rennen wir zur Stadt und sprechen mal mit dem Magistrat oder mit dem Bürgermeister oder dem Herzog oder was das war. Ich habe keine Ahnung mehr. Puh. Wow. Ich zitter am ganzen Körper, weil das so viel Adrenalin war, obwohl es ein rundenbasiertes Spiel ist. Heieieiei. Da ist die Speichermöglichkeit. Schlafen. Wir haben gespeichert, wir haben es geschafft. Ich habe mich selbst unterschätzt. Ja, das glaube ich auch. Ach komm. Du willst dich mir in den Weg stellen? Erstmal einen Schluck Wasser mitten im Kampf trinken. Komm her. Schlag dir einfach. Ja, schlag dir einfach tot. So, und jetzt kommt ihr her. Kommt doch. Ja, kommt. Ja. Oh, da sind sie. Wir machen das so. Da kriegt zwar auch Schaden, aber... Wen juckt's? Und den schreddern wir so. Und den schlagen wir so. Und Abflug. Ihr könnt mir nichts! Ich bin zu mächtig! Schmetterlinge. Der mächtige Krieger Jergo schafft es, seine Troll zu bezwingen und sich gleichzeitig von Schmetterlingen einschüchtern zu lassen. Wow. Das ist doch mal Stoff für eine ganze Saga, oder? Die Saga des Jergo. Meine Saga. So, ich gucke gerade auf die Uhr. Also nicht auf den Timer, sondern tatsächlich auf eine richtige Uhr, eine echte Uhr. Und die Uhr sagt mir, ich habe noch ewig Zeit. Das heißt, ich kann tatsächlich gleich mal noch ganz geschillt Sport machen und dann kann ich noch das ganze Zeug hier schneiden und anfangen zu rendern und dann kommt es die nächsten paar Tage hoch und vielleicht habe ich dann sogar noch Zeit, eine Folge von dem neuen Let's Play aufzunehmen. Das fände ich ja ziemlich knorke. Da würde ich ja ziemlich, fände ich ziemlich einen heißen Stein. Ne? Meine jugendlichen Freunde. Meine jugendlichen Atzen. Oder was sagt man jetzt? Ist Atzen? Sagt man noch Atzen? Hat überhaupt jemand mal Atzen gesagt? Außer die Leute, die halt dafür Geld bekommen haben, weil sie Rapper sind. Hat jemand von euch Atzen gesagt? Oder sagt das noch? Ich weiß ja nicht, ich bin ja nicht so in dem... Ich war früher nicht im Jugendslang und ich bin jetzt nicht im Jugendslang. Ich hab keine Ahnung. Ich kenne mich doch nicht aus.
Ich laufe hier doch nur durch die finsterste Nacht, ohne etwas sehen zu können. Bis zum Maprand und wir sind im Dorf. Hi Varen, bye Varen. Lass mich rein! Du bist nicht der, der mich reden will. Hi! Gute Nacht. Wir hätten kein schlechteres Timing kriegen können. Scheiße. Na gut, dann gehen wir halt auch eben nochmal rasten. Denn die, die rasten, sind am Basten, ne? Gott, ich muss echt aufhören, so schlechte Reime zu bringen. Sag mal, wollten die nicht eigentlich das so einführen, dass die Map gespeichert wird, wenn man sie erkundet? Und ich, naja. Also, angeblich ist es gefixt. Das ist ganz spannend, ich habe nämlich nicht mal das Spiel neu gestartet. Speichern. Achso, warte mal. Ne, so wird es nix. Bis früh zum 9 schlafen. Ja, wir sind hungrig und durstig. Jetzt gehen wir erstmal zum Herzog. Reden mit dem, füttern uns ein bisschen, lassen uns durchfüttern und dann. Dann gucken wir mal. Was ist etwas? Der schläft ja immer noch! Ah. Du siehst nicht aus, als kämst du von hier. Was den Auftrag mit dem Troll angeht, gibt es Neuigkeiten. Du musst das Signalfeuer nun nicht entzünden, der Troll ist tot. Wirklich? Du kannst deine Männer zum Turm schicken, der Kadaver liegt noch immer dort. Oh mein Gott! Nun, muss nicht mehr darüber nachdenken. Also ich wahrscheinlich. Nun muss ich nicht mehr darüber nachdenken, ob ich im Magen des Trolls oder mit meinem Kopf auf dem Richtblock lande. Verdammt, ich kann es noch nicht glauben. Du hast es geschafft, du hast den Troll selbst getötet. Wie? Er hat mich fast erwischt, aber wie du siehst, bin ich noch ganz. Unglaublich! Also, was deine Belohnung angeht, du hast sie dir ehrlich und redlich verdient. Such dir was aus. Ich hätte gerne eine einhändige Waffe. Was genau möchtest du? Keine Ahnung, was das alles ist. Ein Elfensäbel klingt aber verlockend. 32 Schaden. Erhöht aber auch die Kosten von Zaubern. Und ist 4400 Gold wert. Heilige Scheiße. Einige Vertreter des einheimischen Adels ziehen diese Säbel den aldorianischen Schwertern vor, trotz aller seltsamen Blicke, die sie von ihren Untergebenen erhalten. Du siehst nicht aus, als kämpfst du von ihnen. Viel Glück. Alles klar. Wir sind jetzt wohlwollend in Manshire. So, Varen, hast du dazu noch was zu sagen? Aha. Gut. Dann denke ich mal, war's das jetzt hier in Stoneshard. Das macht mich schon wieder ein bisschen traurig. Aber, wenn dieses Spiel rauskommt, werde ich es definitiv nochmal spielen. Also wenn es komplett raus ist, weil das ist ja alles Early Access und Beta gerade noch. Wir sind gerade in der Beta 0.5.9.1. Und ich hoffe, dass das Spiel dieses Jahr noch fertig wird. Und falls die Entwickler mehr Zeit brauchen, sollen sie sich diese Zeit bitte nehmen. Ich meine, wir haben jetzt die Woche ein... Ach hier, Doppelwaffen. Euro Wheels. Wir haben einen neuen Skilltree bekommen, der ist zwar noch nicht übersetzt. Wir haben noch einen Skilltree bekommen, der ist auch nicht übersetzt. Und wir haben Armbrüste bekommen. Die müssten hier irgendwo mit drin sein, schätze ich mal. Wahrscheinlich das gleiche Skilltree wie der Bogen. Aber die sollen sich ruhig Zeit lassen. Es wurden Waffen eingefügt und so weiter. Die sollen das schön ordentlich machen, dass es dann auch gut funktioniert und dass es Ambiente ist und polished und dass es ein gutes Spiel wird. Das hoffe ich für die Entwickler und ich hoffe, dass die ganz, ganz viele Versionen ihres Spiels verkaufen werden. Und naja, bis es soweit ist, bis wir das gesamte Spiel spielen dürfen, sage ich jetzt erstmal, ich stelle mich mal hier in den Pranger, das ist natürlich viel epischer. Sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann guckt doch mal in die anderen Let's Plays rein. Wenn ihr nur die Folge gesehen habt, dann guckt doch das gesamte Let's Play und klickt auf den oberen Link. Ansonsten klickt auf den unteren Link, dort gibt's eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jergo, ich sag noch einmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!